Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Fuel Forest Village. Wir machen mal weiter. Sind die immer noch am nix tun? Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, deshalb. Alles klar. I see. Hab's verstanden. Was mal mit dem Haus? Blub, blub, blub. Kleines Haus. Haben sie die günstiger gemacht? Kein Plan. Will ich das jetzt schon? Vielleicht ein bisschen warten noch. Ich warte jetzt nochmal erst ab, bis die das da begradigt haben. Aber dass man hier die Tümpel wegmachen kann jetzt, finde ich super. Weil das würde uns auch an anderer Stelle gut helfen. Hier zum Beispiel. Da kann ich eigentlich schon mal planieren. Dann kann ich hier dann mal was hinstellen. Jetzt im Winter kann ich das sehr gut machen. Da haben wir genug Leute für. Die da so Sachen machen können. Wieso haben wir hier eigentlich keine Bäumchen mehr? Ach, weil der Förster hier wieder abgeht wie ein Zäpfchen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Stein. Immer schon wieder 1700 Holz. Das sollten wir hier in die Nähe bringen, um Brennholz draus zu machen. Habe ich da nicht noch die eine Route? Doch, aber nicht von hier. Nehmen wir die mal weg, machen eine neue. Na? Baumstämme. Von hier. Machen wir mal nach hier, hier ist Platz. Alter, Performance, total die Grütze. Jetzt ist Winter und ich sehe nichts. Aber der Tümpel ist weg. Finde ich schon mal gut. Nur sehe ich jetzt die Straße nicht. Aber theoretisch müsste das doch hier sein. Somit hier eins freilasse. Müsste ich hier ein Feld hinstellen können. Das sieht mir doch platztechnisch gut genutzt aus. Auf jeden Fall. Das pausieren wir aber nochmal. Und einen Garten. Ein Garten für zwei habe ich auch noch nie gebaut. Jemals so einen Garten noch? Boah. Zwar nicht hundertprozentig effizient genutzt, aber zwei untereinander kriege ich auch nicht hin. Ja, machen wir es so.
So. Dann brauche ich noch irgendwo einen Brunnen. Den kann ich ja hier unten hinstellen. Und Vogelscheuchen, Alter. Da sieht man einfach gar nichts. Als erstes würde ich aber jetzt hier, glaube ich, mal das Häuschen bauen lassen. Ja, wir können sie theoretisch ja bauen. Das spricht ja nichts dagegen. Auch wenn ich den Rest noch nicht sehe, wo ich was hinstellen kann. Das ist eigentlich egal. Das Einzige, was ich aufpassen muss, das Haus hier. Das muss ich dann sofort upgraden, wenn es steht, damit wir nicht das Problem wieder haben, dass wir es nicht upgraden können. Boah, das haben sie ja schön eklig gemacht hier. Gibt es hier nicht irgendwas Schöneres? Steigung. Ja, der Übergang ist zum Kotzen. Müsste ich wahrscheinlich so machen. Loch etwas ausgleichen. Ja, und das würde ich mal so lassen. Ja. Aber jetzt haben wir hier nicht mehr das Problem von vorhin. Das ist schon mal gut. Dass der Tümpel weg ist, ja, eigentlich nicht verkehrt. Tö, könnte theoretisch sogar hier. Das was wird, weiß ich nicht. So, es ist Winter, ja. Es ist gerade aber nicht so viel Winter, dass ich nichts sehe. Somit. Das ist jetzt gut geworden hier. Perfekt. Ich muss hier halt jetzt trotzdem dann nochmal eine Steinstraße bauen. Dann muss ich hier runter, würde ich dann auch eine Steinstraße ziehen. Und eigentlich einmal hier rum. So. Das zu dem. Genau, Vogelscheuchen und Brunnen wollte ich noch bauen. Genau. War doch was. Einmal Brunnen. Oh. Da den einen Platz für eine Straße noch freilassen. So, Brunnen. Ach ja, alles klar. Wir haben ja Winter. Vogelscheuchen. Wo war das? Hier. Blöp. Brauchen wir 3 Stück wahrscheinlich. Eine. Also hier ist eine Straße dann eventuell. Eine hier. Eine hier. Oder hier irgendwo. Und auf jeden Fall 3. Eine irgendwie hier. Sieht man da den Radius? Ja. Kann ich da auch schauen, reicht das? Ja, so lala. Aber ich kann hier noch eine hinstellen. Ja, und eine halt irgendwo hier. So bescheuert, dass man die nicht hier reinstellen kann.
keine Ahnung, ich stelle jetzt einfach mal plump. Könnte hier, könnte noch ein Feld werden, mal dann eher hier. So. Ja. Da haben wir die Leute ja, dann nutzen wir die auch. Ich sollte, glaube ich, gleich mal speichern. Kind ist an Unterkühlung gestorben. Wir haben eigentlich genug Kleidung. Dann ist da keine Kleidung angekommen. Ich speichere mal. Aber ansonsten sieht es jetzt besser aus. Es war jetzt nur eine Person. Da ist, wie gesagt, wahrscheinlich das Problem, dass wir hier keine Kleidung rüberbringen. Oder zu wenig, die ist zu weit weg. Aber das lässt sich beheben. Ich denke zumindest mal, dass das Problem hier war. Hier ist wer fast am Verhungern. Okay. Arbeitsstelle ist Arbeitersammler, okay. Gut, die läuft aber auch an den Arsch der Welt, das ist ja unglaublich. No. Wir müssen jetzt echt auch Nahrung ranschaffen. Wir haben jetzt deutlich mehr Leute, wie wir je hatten. Also hier werde ich auch gleich nochmal ein Feld hinstellen. Und wenn das fertig ist, gleich pausieren, ja. Pausieren und upgraden. Na, kann der mal... Oh. Geht hier wieder nichts weiter. Na, wie wär's? Jetzt. Na, jetzt hat der einmal drauf gekloppt und das war's. Oh Mann. Kann der mal bitte das scheiß Haus fertig bauen? Das kann's ja wohl nicht sein. La 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 la. Unglaublich. Na jetzt. Und wieder einmal. Mann. Jetzt. Upgrade. Gut. Das wird auch noch fertig. Hier machen wir einfach Standard Kartoffeln. Gut wäre, wenn vor Winterende das Ding noch fertig wäre. Das wird sich nicht ausgehen. Man muss das irgendwie anders halt laufen. Frühlingsbeginn? Boah. Eisig kalt, nix Frühlingsbeginn. Wie sieht's hier mit Brennholz? Ja, das ist noch gut. Das ist mal so in Ordnung. Noch ein Kind unter Kühlung gestorben. Aber ansonsten, Steinmetzstaub im Unfall, okay. Oder ist das immer noch... Nee, das müsste eine weitere Person sein. Aber ist besser. Er hatte vielleicht noch sich die Kleidung nicht geholt, das könnte schon sein.
Es wird langsam wärmer. Hier würde ich der Einfachheit halber, weil es am besten funktioniert, einfach Äpfel machen. So. Und nahrungstechnisch, platztechnisch, müsste langsam der Förster hier mal weichen. Und hier könnte man, entweder stellen wir hier oder hier noch ein Feld hin. Mal schauen. Das Häuschen hier, ja, dauert noch ein bisschen. Grad. Okay, dann 30, 13 wird. Geht. Wieso geht das nicht? Aha. Oh, Fehler im System. ich muss jetzt hier. Nein, du sollst da das Ding bauen. Baus! Ja, danke. Ups, zu viel. Tja, jetzt ist halt blöd. Dann mache ich noch 5. Wo nehmen wir die 5 Leute? Ich würde mal Schmelzer. Dann haben wir immer noch nicht genug. Machen wir es so. So. Genau. Gut, das hätten wir. Die Vollscheuchen dauern noch ein bisschen. Boah, okay. Haus sollte jetzt recht zügig fertig werden auch. Kleidung wird mehr, Leder wird nicht sehr viel weniger. Das ist schon mal gut. Hier wird leider auch nichts mehr. Wieso das? Ach, weil hier immer noch an den Steinstraßen gearbeitet wird wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich noch mehr. Ja, der Steinbruch. Auch immer der ist, scheint da noch nicht genug zu. Ja. Ich brauche mehr Stein. So. Gut, gut, gut. Aber das sieht gut aus. Somit soll es das für diese Folge wieder gewesen sein. Wir stocken unsere Nahrung auf, damit wir hier nicht in Verlegenheit kommen. Hier wird es noch ein Feld geben oder hier. Ja, und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wie immer, liken, subscriben, abonnieren und kommentieren. Nicht vergessen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.